In den Bergen des Rheintals oberhalb Linz liegt Dattenberg, eine Gemeinde des Landkreises Neuwied. Das 1826 erbaute Gemeinschaftsbackhaus des Ortes musste Mitte der 60er Jahre der Straßenerweiterung weichen. 1971 gründete sich die Dattenberger Backesbürgergemeinschaft als Heimatverein mit dem Ziel, die alte Tradition des Brotbackens wieder aufleben zu lassen und ein neues Backhaus zu errichten. 5 Jahre später konnte sie mit dem Bau eines Gemeinschaftsbackofens beginnen. Mit dem Setzen des Ofens beauftragten sie Backofenbauer aus Bell bei Mayen. Dieser Eifelort gehörte zu Beginn des 20. Jahrhunderts neben Königswinter zu den Zentren des rheinischen Backofenbauerhandwerkes. Durch die rechtzeitige Umstellung auf technische Neuerungen im Ofenbau haben in Bell 4 Firmen den Niedergang des Ofenbaugewerbes in den 20er Jahren überlebt. Vor dem neu errichteten Backhaus in Dattenberg beginnen die Ofenbauer mit der Feinbearbeitung der Backofensteinrohlinge. Diese haben sie in den heimischen Steinbrüchen gewonnen und als einzelne Bauteile hierher transportiert. Auch die Mitglieder der Backesbürgergemeinschaft helfen bei den Vorbereitungen. Sie stellen die Leimspeis, eine dickflüssige Masse aus in Wasser gelöstem Ton her. Um letzte Klumpen zu zerkleinern, passieren die Frauen die Flüssigkeit durch ein 4-kantiges Sieb. Bevor die Ofenbauer mit dem Zusammenfügen des Ofengewölbes beginnen können, müssen die Maurer der Backesbürgergemeinschaft die quadratische Vertiefung in der Mitte des Ofensockels mit Kies und Sand auffüllen. Den Unterbau des Ofens haben die Maurer zuvor aus rheinischem Basalt errichtet. Als Auflagefläche für die Herdplatte wird ein Sandbett vorbereitet. Über diesem Bett entsteht das Gewölbe des Natursteinofens, das die Ofenbauer an der Wand des Backhauses skizziert haben. Die Bearbeitung der Herdplatten erfordert viel handwerkliches Geschick. Durch das Übersehen der Platte erkennt der Ofenbauer, ob die Oberfläche plan ist. Als Orientierungshilfe hat er eine 4-kantige Holzlatte aufgelegt. Mit der Flecht, einem Werkzeug für die Feinbearbeitung mit 2 angeschliffenen Schlagflächen, beseitigt er letzte Unebenheiten. Die Feinbearbeitung der Plattenseiten führt der Ofenbauer entweder mit dem Schlageisen, einem sich nach hinten verjüngenden scharfen Meißel, oder mit der Flecht aus. Die Ofenbauer bereisten während der Sommermonate als ambulante Gewerbetreibende das Rheinland und die angrenzenden Gebiete, um die bestellten Öfen zu setzen. In der Fremde verständigten sie sich in einer Geheimsprache, die durch Umdrehen der Wortstämme der Beller Mundart gebildet wird, dem sogenannten Lebertal. Angehörige der Ofenbauerfamilien erlernten die Sprache schon als Kinder. Die fließende Kommunikation beherrschten sie erst nach ihrer Lehrzeit. Die Geheimsprache diente nicht nur zur Verständigung untereinander im Beisein der Auftraggeber. Die Beller wollten auch verhindern, dass geschickte Handwerker, wie die anwesenden Maurer, Einblick in die besonderen Techniken des Ofenbaus gewannen. Aus den 9 bis 10 cm starken, verschieden großen Herdplatten fügen die Ofenbauer die Backfläche des Ofens zusammen. Aber
Ebenso wie die restlichen Bauteile des Natursteinofens werden die bis zu 75 Kilogramm schweren Platten aus Belaloy-Sittuff geschlagen. Dieses Gestein eignet sich besonders für die Verwendung im Ofenbau. Es kann Hitze schnell aufnehmen und langsam wieder abgeben, ohne sich dabei auszudehnen oder zu reißen. Ja, gut. Also ihr dann hier schießen. Die nach hinten leicht ansteigende Backfläche muss absolut plan sein. Ob die Kanten der Platten bündig abschließen, prüft der Ofenbauer durch das Auflegen einer Holzlatte. Wenn nötig, erhöht er das Niveau, indem er mehr Sand aufschüttet. Mit dem Stielende eines Hammers klopft er die Platte millimetergenau in das Sandbett ein. Hochstehende Kanten würden später das Einschießen der Brote behindern. Die aus mehreren Platten zusammengesetzte Backfläche ist charakteristisch für den Bellerofen. Die Königswinterer Ofenbauer dagegen verwendeten Herdsteine aus einem Stück, da sie aufgrund anderer geologischer Gegebenheiten entsprechend große Tuffsteinblöcke brechen konnten. Durch eine 25 cm hohe und 52 cm breite Öffnung, das Ofenmundloch, lässt sich der Feuer- und Backraum beschicken. Die gusseiserne Einschusstüre ist von dem 1966 abgerissenen Dattenberger Ofen erhalten geblieben und wird für den Gemeinschaftsbackofen wieder verwendet. Durch das Auflegen von Ziegelsteinen fixieren die Männer das Mundloch, bis es in die Umwandung des Ofens in gleicher Höhe wie die Backfläche eingemauert wird. Um die nach hinten leicht ansteigende Backfläche herum zieht währenddessen einer der Maurer eine Sockelleiste aus Ziegelsteinen. Für das Setzen eines Natursteinofens benötigen die Ofenbauer verschieden bearbeitete Steine. Deren Form und Größe richtet sich danach, an welcher Stelle des Ofengewölbes sie verwendet werden. Die ersten Steine des Ofengewölbes sind die sogenannten Ringsteine. Wegen der Wölbung müssen sie schräg behauen werden. Ja, das passt mal nicht. Können wir ein bisschen fortschauen. In der Regel arbeiteten während des Aufbaus zwei Backofenbauer Hand in Hand. Für das Errichten eines Ofens benötigten sie ungefähr eine Woche. Die Ofenbauer setzen die Ringsteine 2 cm unterhalb der Backfläche schräg auf der gemauerten Sockelleiste mit Mörtel auf. Diese Bauweise verhindert, dass der Druck des Gewölbes seitlich in das Mauerwerk der Ofenumwandlung geht. Damit sich die aufgezogene Speis besser mit dem Gestein verbindet, feuchtet der Ofenbauer die Flächen mit Wasser an. Thank you.
Den letzten Stein dieser Reihe muss der Ofenbauer besonders anschlagen. Er meißelt eine rechtwinklige Vertiefung aus dem Quader heraus. Ebenso verfährt er mit dem entsprechenden Stein der hinteren Ringsteinreihe. Dadurch entsteht später eine Öffnung zum Anlegen der Ofenzüge. Hat der Ofenbauer den letzten Stein eingesetzt, füllt er die entstandenen Fugen mit Speis aus und verstreicht das Material. Die Fugen der Innenseite und der oberen Kante säubert er besonders sorgfältig und kratzt die überflüssige Speis mit dem Schlageisen ab. Die Maurer der Backesbürgergemeinschaft beginnen mit dem Aufbau der äußeren Ofenumwandung aus rotem Ziegelstein. Währenddessen errichtet der Ofenbauer an den drei Seiten der Backfläche die erste Gewölbesteinreihe. Im Vorplatz des Backhauses bereitet er den 30 cm hohen Spierstein für den Einbau vor. So, da schlafen wir dann noch rein. Ja. Jawohl. Die Jahreszahl soll an das Baujahr des Ofens erinnern. Ach so. So, aufpassen, ja. Den Spierstein setzen die Ofenbauer quer über der gusseisernen Ofentüre mit Mörtel auf. Er wird später in die Front des Ofens mit eingemauert. Um die Steine in ihrer Position zu halten, bis das Gewölbe geschlossen ist, benötigt der Ofenbauer 15 bis 22 cm lange, vierkantige Holzstücke. So, da haben wir es. Um auch hier die Ofensteine passgenau bearbeiten zu können, überträgt er den erforderlichen Winkel mit dem verstellbaren hölzernen Messgerät, der Schmiege, auf den Tuffsteinblock. Die liegenden Steine des Ofengewölbes, die Stülptäusch, sind ähnlich geformt wie die Ringsteine. Die eine Seite, die später auf dem Ringstein aufliegt, ist schräg bearbeitet. Nur noch die alten Ofenbaumeister beherrschen die Gewölbebautechnik und die Bearbeitung der Tuffsteinblöcke von Hand. Sie errichteten diese Öfen vereinzelt bis in die 50er Jahre. Schon zu diesem Zeitpunkt hatten sie sich auf die Verwendung von Schamottsteinen und die maschinelle Steinbearbeitung umgestellt. Die Stülptäusch sitzen schräge auf schräge auf den Ringsteinen auf. Um sie in der richtigen Stellung zu halten, stützt der Ofenbauer die Steine mit den vorbereiteten Holzstäben ab. Er überzeugt sich, ob die Steine knirsch, das heißt lückenlos aneinander liegen, sichert den Stein ab
und nimmt nötige Korrekturen mit einer zusätzlichen Holzstütze vor. Um die Lücke zwischen Ofenmundloch und Ringsteinen zu schließen, muss der zweite Ofenbauer den fehlenden Stein maßgenau zurechtschlagen. Entlang der angezeichneten Linie schlägt er mit dem Spitzhammer, der zwei unterschiedlich breite, scharfe Schlagkanten hat, eine Rille. Der Bauer kann die überflüssige Ecke mit kräftigen Schlägen entlang der Linie abtrennen. Die Auftraggeber der Öfen bezahlten das Material stückweise. Der Preis eines Ofens richtete sich nach der Anzahl der bearbeiteten Steine. Weiterhin erhielten die Ofenbauer vom Auftraggeber Verpflegung und Unterkunft während des in der Regel einwöchigen Ofenaufbaus. Den einzigen Konstruktionsplan des Ofens zeichneten die Backofenbauer direkt an der Ofenbaustelle. Da sie die Zeichnung im Maßstab 1:1 auf die Wand des Backhauses skizziert haben, können sie die erforderlichen Winkel mit der Schmiege abnehmen, auf die Steine übertragen und diese entsprechend bearbeiten. Nachdem die zweite Stülptäuschreihe gesetzt ist, kann der Ofenbauer das Gewölbe schließen. Durch die Schräglage der Täuschsteine bedingt, ist die Öffnung an der Unterseite schmaler als an der Außenseite. Den sich nach unten verjüngenden Legetäusch muss der Ofenbauer millimetergenau in die Öffnung einpassen. Durch ihre Form halten die letzten Steine von alleine, setzen das Gewölbe unter Spannung und erzeugen so den nötigen Halt der Konstruktion. Da der Beller Backofentuff ein relativ leichtes Gestein vulkanischen Ursprungs ist, eignet er sich besonders für den Aufbau einer sich selbst tragenden Gewölbekonstruktion. Mit der vorbereiteten Leimspeis werden die Fugen zwischen den Tuffsteinblöcken des Backraums abgedichtet. Die nötige Menge hat der Ofenbaumeister, der noch die alte Arbeitsweise beherrscht, aufgrund jahrelanger Erfahrung im Gefühl. Er braucht nicht mehr, als er mit einem Strohwisch auftragen kann.
Je weiter der Aufbau des Ofens fortschreitet, desto schwieriger und beengter wird die Arbeit des Ofenbauers. Die beiden letzten Steine des Gewölbes kann er nur noch von oben einsetzen. Na, wie wird's einmal? Ein Jahr drin? Ja, schön. Der ist soweit angepasst und dann noch einmal. Da kann ich ihn schon machen. Kannst du schon vorbereiten? Vorbereiten. Die ganze Maus. Ja. Wie lange ist man noch dran? Den letzten Stein des Ofengewölbes, den Schlussstein, bereitet der zweite Ofenbauer nach den Maßen der verbliebenen Öffnung vor. Mit dem Schlageisen ritzt er ein Kreuz in den Stein. Das eingemeißelte Kreuz kennzeichnet die Mitte des Schlusssteins. Auch kann es, ähnlich wie beim Grundstein eines Hauses, als Segenszeichen gelten. Bis zur Gründung der Backofenbauer Innung in den 30er Jahren war das Ofenbauergewerbe ein sogenanntes wildes Handwerk, das keine organisierte Berufsausbildung kannte. Nach der Einführung einer Lehrzeit erlernten die angehenden Ofenbauer die Bearbeitung der Steine und das Setzen der Öfen entweder im Familienbetrieb oder bei einer auswärtig ansässigen Ofenbaufirma. Die Natursteinöfen waren zur Zeit der Filmaufnahmen von den modernen Stahlöfen verdrängt worden. Mit dem Setzen des Schlusssteins haben die Ofenbauer ihre Arbeit am Backraum des Ofens beendet. Es war üblich, den letzten Stein im Beisein und mit der Hilfe der Auftraggeber in das Gewölbe einzufügen. Nun müssen wir sehen, wie die zwei einzuwerfen sind. Wird geschmiert? Einen Moment. So, kommen Sie mal hier. So, hier auf die Seite. So, schön. Die Backofenbauer überlassen die letzten Hammerschläge einem Mitglied der Backesbürgergemeinschaft. Nach der Anzahl der Schläge bemisst sich die Menge Alkohol, die die Auftraggeber den Ofenbauern zusätzlich geben müssen. Wann sollen sie weiter in die Schelle haben? Nach dem Einfügen des Schlusssteins beginnen die Backofenbauer mit dem Aufmauern der Ofenzüge, die mit den beiden Tuffsteinschallen abschließen. Die Schallen setzt man hinter der Ofenfront auf dem Gewölbe auf, sodass ein Kanal zwischen Schallen und Ofenfront entsteht, der an den Kamin angeschlossen wird. Auf dem Tuffsteingewölbe werden die beiden Ofenzüge aus Ziegelsteinen gemauert. Die Züge bilden die Verbindungskanäle zwischen den Zuglöchern in den Ecken des Gewölbes und den Öffnungen in den Ofenschallen. Durch diese Kanäle kann der Rauch beim Beheizen des Ofens aus dem Backraum entweichen. Die gusseiserne Rauchfangklappe fügen die Maurer vor den Ofenschallen in die äußere Umwandlung ein. Hat der Backofenbauer den Rauchabzugskanal geschlossen, verputzt er ihn mit Mörtel
um so das unkontrollierte Eindringen von Luft in den Backraum zu verhindern. Jetzt hört der Kopf mein Schlag und dann ein anderer ist. Der Backraum des Dattenberger Ofens hat eine Grundfläche von 1,20 m x 1,60 m und ist in der Gewölbemitte 30 cm hoch. Er fasst 40 Brote, die in 4 Reihen hintereinander in den Ofen eingeschossen werden. Den Kanal zwischen Rauchfangklappen und Ofenschallen, den sogenannten Fuchs, schließt der zweite Ofenbauer an den Kamin an und verschließt ihn. Haben wir noch was Stein da, veraltet könnte sein. Ja. Also, ruf den Mensch. Das System der Luftführung ist so eingerichtet, dass der Rauch aus dem Backraum durch die Zuglöcher und die beiden Kanäle nach vorne in den Fuchs geführt wird. Von dort aus kann er durch den Kamin entweichen. Haben die Maurer den Kamin des Ofens an das Zugsystem angeschlossen, kann der Ofen das erste Mal angeheizt werden. Diesen Probebrand bei geringer Hitze, der dem Austrocknen der Fugen und der Tuffsteinblöcke dient, übernehmen die Ofenbauer selbst. Zum Anheizen verwenden sie Schwarzdornreisig. Um mehr Glut und größere Hitze zu erzeugen, nimmt man später Buchenholzstücke. Sind auch die Maurerarbeiten an der Ofenumwandlung endgültig abgeschlossen, wird Sand zur Wärmeisolierung über dem Gewölbe aufgeschüttet. Die Steine des Backofens können jetzt die Hitze länger als einen Tag speichern. Eine Woche nach Beginn der Arbeiten ist der Aufbau des Ofens abgeschlossen. Noch in den 50er Jahren zogen die Beller Backofenbauer nach der Fertigstellung eines Ofens zum nächsten Auftraggeber weiter. Erst am Ende des Sommers kehrten sie nach Bell zurück.